Hast du dich schon einmal gefragt, wie die Informationen, nach denen du im Internet suchst, zu dir auf den Bildschirm kommen? Wir erklären es dir in wenigen Sekunden. Du tätigst im Browser eine Eingabe. Diese wird per WLAN an deinen Router gesendet. Dies ist häufig die einzige Strecke, die die Daten per Funk zurücklegen. Vom Router und via die Otto-Dose nehmen die Daten eine lange Reise auf sich. In der Stadt Zürich gibt es rund 260.000 Otto-Dosen, die ans EWZ-Glasfasernetz angeschlossen sind. Von der Otto-Dose zieht sich das Glasfaserkabel durch dein Haus bis unter die Erde. Hier kommen die Glasfaserkabel aller Wohnungen zusammen. EWZ hat den Bau des Glasfasernetzes in der Stadt Zürich Ende 2019 abgeschlossen. Früher funktionierte dies noch über Kupferkabel. Dabei war man bezüglich der Datenmenge limitiert. Heute ist das mit dem Versenden von Daten über Glasfasern nicht mehr der Fall. Damit lassen sich die Daten über Lichtimpulse sehr schnell transportieren. So schnell, dass sie in einer Sekunde die Welt 7-mal umrunden können. Oh my gosh! Wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, unter den Straßen von Zürich. Von hier führen die Kabel weiter bis zu einem Servercenter. Gut möglich, dass sich die Antwort auf deine Frage auf der anderen Seite der Welt befindet. Um dahin zu gelangen, verlaufen durch ganz Europa und die Weltmeere riesige Glasfaserkabel, die dafür sorgen, dass die ganze Welt miteinander verbunden ist. Die Daten sind zum Beispiel schneller in Amerika, als du deinen Namen aussprechen kannst. Hello, my name is Andy. Und wenn sie auf der anderen Seite des Ozeans angekommen sind, nehmen sie den gleichen Weg wieder zurück. Das geht so schnell, dass du die Antwort hast, bevor das Konfibrot mit der falschen Seite auf dem Boden liegt. Und all dies funktioniert dank der superschnellen und zuverlässigen Glasfaserinfrastruktur von EWZ.